Wir begrüßen euch zu einer weiteren Runde War Z. Und gleich am Anfang müssen wir euch etwas sagen. Es ist etwas passiert. Random. Ja, es ist wohl. Ich hab voll die. Wenn du zoomst, ne? Mhm. Geht ziemlich weit jetzt. Hast du auch so ein. Dass du im Bildschirm sowas hast, dass sich das so wegschiebt? Nee. Halt ist das ja bei der Frau so. Also ich sag euch mal, was passiert ist. Ihr seht schon, wir haben keine Ausrüstung dabei. Ich habe so Striche im Bild. Ich kann kaum gucken. Denn die, vielleicht Grafikfehler. Denn alle Survivor, beziehungsweise alle Charaktere und das komplette Inventory wurden gewiped. Also wir haben das nicht mehr. Ja. Ja, jetzt mussten wir neu starten. Wir sind hier in der Nähe von der Norad heißt das ja. Norad Military Base. Der Random ist irgendwo hier. Und ich bin hier, das heißt, wir haben uns schon fast gefunden. Ich gehe ins Base, jetzt ins Camp jetzt rein, da treffen wir uns am ehesten. Ja, ich werde mich auch da in die Richtung begeben. Bin irgendwie gerade verletzt worden, keine Ahnung. Kann ich hier nochmal in die Option, in die Sound-Option rein? Ah, ja. Ja, ich habe hier echt so Wellen in meinem Bildschirm. Gehen so Wellen runter, wie bei so einem alten Röhrenfernseher. ist nicht so lustig. Hast du die Tussi mit der Sonnenbrille genommen? Ja. Vielleicht ist das ja die Sonnenbrille, die so coole Effekte macht. Das ist alles andere als cool. Okay. Wir haben übrigens jetzt überhaupt gar nichts im Inventar. Manche haben ja gesagt, hey, mach das mal mit dem Inventar, damit ihr sehen, wo wir das alles finden. Außerdem hat das noch einen anderen Grund. Wenn wir nämlich hier mit unseren ganz neuen Charakteren getötet werden, was ja sehr schnell passieren kann, verlieren wir wenigstens nicht. Korrekt, wir haben nichts im Inventar. Außerdem ist jetzt hier das Militärbase-Camp. Da gehen wir jetzt richtig ab. Ich gehe da direkt rein, ganz ohne Schutz, ohne, weil ich habe nichts zu verlieren, ja? Leute, das sind die Schlimmsten. Die Leute, die nichts zu verlieren haben. Das sind haben. Die Schlimmsten. Wir haben nämlich netterweise von den Entwicklern... Bin ich laut genug? Ich weiß gar nicht. Ein bisschen leise bist du. Bisschen leise. Ich komme ein bisschen näher ran hier. Oh, das sieht ja das Militärcamp. Ich habe das Militärcamp jetzt ich sehe es auch. Da sieht aus, wie eine atomare Atomdings. Eine atomare Atomdings. Da läuft doch jemand drin rum. Aber ich bin noch nicht drin. Also. Das ist ein anderer Spieler. Also ich kann es noch nicht genau sagen. Ich kann es nicht so sehen. Es läuft auf jeden Fall relativ zügig. Das sieht nicht nach Zombie aus, doch sonst sehe ich keine Zombies. Da ist ein anderer Spieler. Oh! Wird geschossen. Huiuiuiui, das ist aber... Zwei Leute schießen hier aufeinander. Das ist direkt in der Military Base und das hört sich nach Maschinengewehr an. Das ist in der Military Base, ich sehe das gerade, ja. Beobachte das fleißig. Boah, krass. Drei. Wir sollten drei Leute sehe ich zurzeit. Zurückhalten. Boah, einer ist tot. Halt, versteck dich. Bist du auf dem Berg? Ich bin auf dem Berg, auf so einem Berg liege ich. In der Tanne irgendwo? Nee, mitten auf dem Berg. Ich komme angerannt. Ich bin in der Nähe von so einer Tanne. Aber wo bist du denn? Wie nah bist du dran? Relativ nah. Ich sehe die laufen. Also einer hat zwei Leute getötet soeben. Vielleicht können wir da noch was abstauben. Looten. Nein, da ist nur noch einer. Korrigiere. Der tötet den mit dem Hammer. Krass. Okay, ist auf jeden Fall nur einer im Camp. Und ich hänge hier. Ich hänge. Ich schwimme hier durch so einen Berg. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr weg. Ist alles bei deinem Internet okay? Jetzt geht's. Also ich sehe so einen großen stahlblauen Hangar, so einen halbrunden. Kommen wir nicht mehr hoch. Doch, jetzt. Ja, davor ist das passiert. Vor dem Hangar ist das passiert. Ich komme direkt aus Westen, Quatsch, aus Osten auf die Military Base. Wo bist du? Ja, aber du bist noch, hier sind ja mehrere Hangar. Es gibt insgesamt drei Hangar. Es gibt zwei nebeneinander und einen weiter hinten vor so einem Atomkessel. Oh Mann. Ja, ich sehe das, glaube ich, noch nicht so ganz. Ich versuche mal... Ach, auf den Berg komme ich hier nicht rauf. Ich muss mich ein bisschen näher ranwagen. Ich glaube, du bist zu weit. Ich bin zu weit östlich. Ich springe einfach mal so rum. Ich bin jetzt hier bei so Tannen. Nein, sei vorsichtig. Nein, hier kann der mich nicht sehen. Ich komme auch über den Berg. Ich versuche es jedenfalls. Ich renne und versuche mich durch die Tannen, zu den Tannen durchzuschlagen. Okay, na, das Atomding ist, glaube ich, da bist du. Bist du so eine Tussi? Ich springe jetzt. Alter, nein, der hat eine Waffe. Das ist ein anderer. Mit einem Binocular. Oh, fuck. Mein Gott, ich sehe gar nichts. Oben auf dem Berg läuft einer rum. Mit Waffe, mit Binocular. Ich bin eine Tussi mit Minirock. Ich kann mal nichts übersehen. Ja, Binocular tut uns ja nichts. Ja, aber die Waffe, die er auf den Schultern hat. Ich meine, im Grunde ist jetzt jeder bewaffnet, ne? Ja, aber nicht mit einem Maschinengewehr. Diese Person bewegt sich weiter nach Norden. Oh, krass. Bist du bei so Felsen? Ja. Dann kommt die in deine Richtung, die Person. Geh schon hier weg. Geh runter auf die Straße. Oh je, wir müssen auf jeden Fall versuchen, dass wir da reinkommen ohne... Oder vielleicht sollten wir einfach weggehen.
Nein, ich gehe nicht weg. Ich brauche Ausrüstung. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ich habe doch nichts zu Ja, stimmt, verlieren. wenn wir sterben, dann sterben wir. Wir haben uns ja echt extra die Charaktere leergeräumt. Kriege ich dir noch ein schönes Fick dich in den Chat geschrieben? Wahlweise auf Englisch oder auf Deutsch? Oder auf Koreanisch? Oder auf Telekomisch? Ah, der Random hat heute schon mit der Telekom telefoniert. 15 Minuten Warteschleife. Und es hat nicht funktioniert. Wenigstens war sie kostenlos, oder? Ja, für Bestandskunden wie mich ist das natürlich ein kostenloses Geschenk. 15 Minuten gute Musik in der Warteschleife. Was Die kam sagen das denn? sogar vorher an. Aktuelle Warteschlangenzeit 15 Minuten. Was kam denn für Musik? Keine Ahnung, das war so eine Mischung aus Techno und Geil, ey, Dubstep. Techno-Mucke. Die haben bestimmt herausgefunden, ah, das Alter unseres Anrufers ist so und so. Das wissen die doch eh schon. Die wissen eigentlich, ich weiß gar nicht, wieso man denn die Kundendaten angucken. Wenn ich über meine Mobilfunknummer anrufe, müssten die eigentlich direkt an ihrem Computer Müssen die sehen, wer wissen, das wer da ist. ist, ja. Und wo der sich sogar befindet. Ja, hallo, Herr Dead Piep End, aus Piep, wir wissen Bescheid. also ich bin jetzt auf dem Gelände. Ich hab was auf dem Military Camp? Ja, klar. Da stehen Zombies. Ich habe die Tussi verloren. Ich glaube, das war eine Tussi. Mit schwarzem Helm. Jetzt in die erste. Ich komme von aus südlicher Richtung. Aus Die Straße südlicher aus Richtung. südlicher, nee, oder westlicher Richtung, besser gesagt. Okay, dann sind Die wir an Straße vom genau Westen verschiedenen bin ich Enden. rein. Hier steht ein Humvee, wie geil, kann ich den driven? Na, oh, hier ist voll Blut, krass. Da Zeovekein, geil, nehme ich ging's mit. ab, Brauche da ich zwar ging's nicht. ab. Nee, nee, hier war das nicht. Gehe ich hier in so eine Hütte rein. Guten Tag, mein Name ist Random Test. Ich habe einen Minirock an, der ist ziemlich scharf. Die Zuschauer wissen ja gar nicht, wie scharf ich bin. Die haben mich Ja, ja die noch gar soll dich nicht mal sehen, gesehen. ne? Ich trau mich nicht hier weg. Ach komm, ich Ja, ich renn brauche rein, ey. Wenn ich was. sterbe, dann sterbe ich. Instant Oatmeal. Und dann machen wir einen Schnitt und dann passt das schon. Aber wir wollen auch Action. Die Leute wollen Action. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute. Ey, haben die Tastenbelegung anders gemacht? Naja, bei mir ist alles gleich. Aber ich bin noch zu sehr im Borderlands. Da stehen Zombies drin. Oh, jetzt kommt auch noch die Mucke hier. Gegen Zombies können wir ja nichts tun, ne? Nicht, noch nicht, ne. So, ich versuche mich da jetzt mal runterzuschlagen. Da sind Zombies, das ist okay. Das heißt, da ist noch keiner langgelaufen. Ich werde jetzt mal einfach hier den Berg runterspringen. Mal gucken, ob ich es überlebe. Hat nicht Vielleicht, so wenn ich sehr geklappt. schön schräg gehe. Da so eine steile Klippe runter. Ja, nicht ganz so steil. Das geht, glaube ich, noch. Ich kann es überleben. Das Ja. ist ein Frack. Ich bin jetzt bei dem Oh, Heli-Frack. da ist ein anderer Spieler. Verdammt, ja, ich bin tot. Ich hab einen Also, Hammer. ich glaube, weiß nicht, ob er mich entdeckt hat, aber ich denke, das war's. Bin jetzt im Hammer. Ich hab einen Hammer am Start. Mir kann nichts mehr passieren. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Verdammt, wie viele hier rumlaufen. Hitman würde jetzt stehen, offensichtlich bewaffnet. Wow, jemand Oh, geschossen auf ver... dich? Nein, nein, nein. Mich vielleicht. Aber das war sehr nah. Oh, fuck, da läuft der bewaffnete Sau. Fuck. Ich hab mich hier schön in den... Was ist denn da? Ist da ein Zombie verrückt? Ja, sieht fast so aus. Oh meine Fresse, ey. Sei froh, dass du von Westen reinkommst. Bin schon, glaube ich, mitten im Punkt des Lebens. Die Action geht hier am Osten. Bin ja schon im Osten mittlerweile. Sag mal Bescheid, wenn du ein Sturmgewehr hast und dann mäst du die einfach alle nieder hier. Hier ist nichts, hier hat einer geräumt. Das ist im Grunde total schlecht. Aber zumindest die Leichen müsstest du doch da sehen. Nein, hier ist auch kein. Da bin ich noch nicht. Ich bin mittig jetzt im Camp, bei dem Heli. Der abgestürzten Heli. Komm ich da hinten denn rein? Na toll, ey. Ich muss genau da lang, wo geschossen wurde. Es Komm doch in ist. den Westen, komm doch zu mir in Ja, wie komme ich. Westen. Alle Über den Wege sind hier Berg. blockiert. Über den Berg, da war doch der eine. Oder beziehungsweise die eine. Da geht ein Zombie, ist der scharf? Der Leitern ist eine Pussy, traut sich nicht. Ja, der Leiter hat nur keine Lust, gleich wieder zusammenzufinden. Wenn ich dann irgendwo anders respawne, dass ich dann 5 Stunden laufen muss. Wäre das DayZ, wäre das ja kein Problem. Da kann man ja unendlich lange rennen. Aber hier. Da läuft einer. Bist Ja, da du. läuft einer, den sehe ich, das bin ich aber nicht. Bei so zwei Humvees. Ja, der schießt auch, aber nicht auf mich. Auf mich auch nicht. Gesundheit, Herr Random.
Ach, jetzt läuft die hier mit dem Sturmgewehr. Hallo? Läuft einer weg? Hier aus dem Camp? Ach, toll, wenn der mich sieht, dann bin ich tot. Du bist im Hätte ich Camp jetzt drin eine schon? Waffe, würde ich die so erwischen. Bist du jetzt am Humvee? Mm-mm-mm. Oh nein, boah, wie die mir vor. Krass. Die haben mich nicht entdeckt. Ich lag im Gebüsch, die sind 2 Meter an mir vorbeigelaufen. Jetzt gibt's hier gleich Keilerei, glaube ich. Musst du hier raus, oder? Soll ich besser hier rauskommen? Nee, die laufen gerade weg. Also wir könnten jetzt eigentlich rein. Ich glaube, das waren die beiden, die hier rumgelaufen sind. Möglich. Jetzt laufen sie gerade den Berg hoch, wo ich herkam. Da oben habe ich sie laufen sehen. Und das war auf jeden Fall einer mit der Pistole, einer mit dem Sturmgewehr. Da hätten wir die beiden Waffen, die wir gerade gehört haben, ja schon abgedeckt. Ich glaube, ich riskiere es mal. Ich renne mal rein. Wo bist du ungefähr? Jetzt gleich am Eingang. Kann man Ich hole zoomen? dich Ach, ab. der steht. Nee, zoomen kann man ja leider nicht. Das ist ein Tunnel, ich weiß nicht, ob man da durchgehen kann. Vicky Also ich Disco. bin bei so einem bei so einer kaputten Stelle in diesem Zaun. Da sind 2 Humvees eingebrochen. Ja, genau. Ich sehe das. Da steht dieser eine Zombie auf der Straße. Siehst du den? Nee, nicht so gut. Ich glaube, ich riskiere es mal. Ich glaube, ich riskiere es mal. Eine gemeinsame Ich mach mal schön Straße. langsam hier. Krabbel mich mal immer weiter Richtung. Richtung Lücke. Mut zur Lücke. Hier geht's hoch. Mut zur Mücke. Ich bin jetzt bei den Büschen, die ganz nah an der Lücke sind. So, Ich glaube, die hatten Grafikbugs. gute Sachen. Ach, ja. Bandages, cool. Die nehme ich mit. Boah, ich habe Bandages und sie werden mir standardmäßig auf der 3. Warum habe ich so Grafikbugs? Ich kann es mir nicht erklären gerade. Hast du irgendwas gemacht mit deinen. Nee. Muss mal gerade das Mikrofon rücken. Vielleicht haben die was verändert. Quality auf. Machen wir die Quality runter. Ich glaube, ich sehe dich. Ich stehe davor so Du mit dem stehst Hammer in einfach der rum, Hand. ne? Duck dich mal. Kann ich nicht, ich bin im. Ich sehe dich, ja, ich sehe dich. Ich war so. Jetzt bewege ich mich. Duck dich mal. Ja, alles klar. Ich komme jetzt über das in das Loch hier rein. Na, der wird gleich Warte, da kommt aufstehen. ein Zombie. Aus der Garage kommt ein Zombie raus. Oder auch nicht. Jedenfalls ist ein Zombie drin. Okay. Wie krabbel ich noch mal schneller? Steuerung. Ah ja, tatsächlich. Gut, sollen wir da den Hangar mal überprüfen, wo der rausgekommen ist? Ich meine, du kannst dir den ja schnappen, oder? Ich habe nämlich einen Moment. Hier liegt ganz viel am Humvee, ein Helm zum Beispiel. Im Moment bin ich nämlich sehr, sehr Hier schwebt ein wehrlos. Helm in der Luft. Hier schweben ganz viele Helme in der Luft. Hier ist Ein einer Helm? gestorben. Hier ist einer gestorben. M9 Helm mit Urban. Krass. Jawohl, jawohl. Muss er herkommen. Hier ist ganz viel. Ich kann nicht. Wenn ich Noch ein jetzt zu dir komme, M9. dann kommt Einfach der kommen. Zombie. Ich hole mir den. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Hol mir den kriegen. Zombie. Du gehst dahin und checkst das. Mhm. Hol mir den hier drin. Dann bin ich geschützt. Ein Hammer, sehr gut, sehr gut. Da schwebt noch ein Helm in der Luft. Ein Urban, oder? CO1, kein, noch ein Hammer. Boah, Binoculars, geil, geil, geil. 75. Can of Soup. MTV Forest, wie geil ist das denn? Medium Backpack, das sind, hier sind mehrere gestorben, glaube ich. SVD-Ammo, geil. Ah, den Medium Backpack kann man ja Brauchen wir erstmal nicht. mit. Ja, doch, wir haben ja nur ein Small erstmal. Wenn. Oh, dein Internet kackt, glaube ich, gerade ab. Einer gestorben. Test, Test, Test. Your Test, Internet is Test, Test. cacking app.
Kann nicht sein, das läuft ja super. Vielleicht dein Internet. Naja. Da würdest du mich ja falsch verstehen oder nicht richtig verstehen. Oder nicht. Okay. Nehmen wir nochmal einen Hammer mit, oder? Falls wir nochmal sterben. Aber ich hoffe ja, wir überleben das jetzt hier. Hier ist auf jeden Fall jemand so. Died. Das sind wir erstmal schön geschützt hier. gut, dass wir gewartet haben. Jetzt haben wir auch was, wo wir uns gegen Zombies wehren können. So ist das.